Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Shin Yakuza mit einer neuen Folge von Assassin's Creed Valhalla. So, in der letzten Folge haben wir mit Zuma eine Mission gemacht. Und zwar, die haben die Stadt erobert. Und ja, und jetzt machen wir weiter, wo wir stehen geblieben sind. Und wie es weitergeht, erfahren wir jetzt. Erstmal noch nicht. Ich sollte mich vermummen. So, eins, zwei. Okay. Idiot, ne? Okay, gut. Thank you.
Ich muss noch sein. Nein, Leute, bist du nicht! Geht von hinten ran! Nein, machst du nicht! Perfekt. Kämpfe muss ich noch ein bisschen üben. Du hast nichts gesehen. Perfekt. Oh nein, 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 tut mir leid.
mein Rücken doch nicht voller Knoten wie eine alte Eiche. Du hast deine Äpfel verloren. Sehr richtig. Ein teuflischer Wind überkam mich und ich sorge mich um sie. Aber ich habe die besten und saftigsten gerettet. Diese Äpfel erfüllen deinen Mund mit dem schillernden Licht Jesu Christi. Was macht sie so besonders? Ein Apfel ist ein Apfel, oder? Oh, das sehe ich anders. Weißt du, jedes Jahr pilgern wir gen Westen. Zu Hammes Gehöft. Bauer Hamme im Westen? Ja, wir nennen ihn liebevoll den Hammer. Und seine Äpfel sind köstlich mit dieser leichten Eisennote. Meine Freunde sind bereits zurück und geben sich sicher schon dem Genuss hin. Aber ich hatte leider Unglück. Mein Wagen ist hin. Mein Apfelwagen ist umgekippt. Diese Äpfel müssen gegessen werden. Sie sind zu saftig, um zu vergammeln. Oh, ich bin dir ewig dankbar, dass du die Kiste trägst. Ich würde mich freuen, bei der Verköstigung der Apfelernte teilzuhaben, sobald wir bei deinen Freunden sind. Oh, natürlich werden wir Gottes Früchte mit dir teilen. Dann kannst auch du die Eisennote schmecken. Nach dem Fasten haben wir uns das verdient. Fasten? Ist das, wenn ihr für euren Gott nichts esst? Ja, wir zeigen unsere Hingabe. Entsagen der Ablenkung. Aber jetzt ist es Zeit, die Früchte des Schöpfers zu genießen. Äpfel mit Freunden zu teilen, ist das göttlichste Erlebnis überhaupt. Oh. Manchmal ist es schön, einfach zu entspannen und einen Apfel zu genießen. Da das Glück unseres Lebens sich jederzeit wenden kann, ist es wichtig, die einfachen Dinge zu genießen. Ich freue mich so, dass du meinen Freund kennenlernst und wir zusammen Äpfel verspeisen können. Und wie schön es ist, gemeinsam zu wandern. Am Ende dieser glorreichen Pilgerreise werden wir vor Gudlak niederknien und in seine Belohnung eintauchen. Wow, das sind Kühe! Da wären wir. Unser kleines Heiligtum. Wenn du willst, bete mit uns beim Apfeltauchen. Beim was? Nur so können wir in frommer Weise die Erträge unseres Schöpfers ernten. Gepriesen sei er. Oh, Bruder Holtwulf. Und du hast jemand mitgebracht. Schön, dass du zurück bist. Adheret lumbare ad furore de hominibus quasi stercus superrudit ascabra cuius. Multi autem sunt in numero, sed mente sua ad modum tenues esse. Ut congregentur ad Marcus et dixit ad vulgares de terra superbus est lo venite audite verbum domini in nostri Iesu Nazareno eras. Ut non videtur eis nimis et aliud considerare. Ach da. Da ist was. Bei den Göttern, was für eine schöne Kühe, ey.
Komm schon, Pferd, das schaffst du. Ach, scheiß drauf. Das warst du nicht! So, du bist der Nächste. Dann wird es nicht mehr dauern. So, der Nächste kommt durch, ja. So, komm durch, ja. Komm ruhig her. Das hier. Nimm das einfach. Hey, ihr Bogen.
Sonst noch jemand? Okay, gut. Oh, wer bitte noch? Drachenschild? Nee, scheiße. So. Sieh mal nach, Sinn. Okay. Se bayor mis liket. Did your elder hold for fella gruta on? Na swaya dagam. Jawohl. Reichtum gestärkt. Keine Gerste. Ich baute den Speicher und sorge für den Verkauf. Hättest du das sagen, würde all die Gerste verrotten. Speik eine Jauche. Wir wissen beide, dass du neidisch bist. Du benutzt den Speicher, um den Gewinn zu horten. Dass ich nicht lache. Neidisch worauf? Dich und deine Bauernfreunde? Ich nehme meinen gerechten Anteil, du dein. Fertig. Die Gerste in diesem Speicher wurde mit meinem Schweiß und Blut gewässert. Ja, und du bekommst deinen Anteil Silber, wenn ich sie verkaufe. Aber du behältst den Großteil. Du teilst 5 Teile für dich, einen für mich. Ich habe es mir verdient. Der Verkauf kam nur durch mich zustande. Ich kümmere mich um die Steuern. Ich habe endlos verhandelt. Du da, Däne. Wer verdient mehr? Der die Gerste anbaut
oder der sie letztlich verkauft. Er sollte gleichmäßig werden. Wer auch immer sich den Rücken bricht, verdient mehr. Ja. Bauern verdienen mehr eigentlich. Aber warte mal. Ich bin mehr von den Bauern. Wer die Samen sät, verdient das Lob und einen größeren Anteil am Silber. Der Däne redet doch Unfug. Nein, ich weiß Fremde zu schätzen, die ein Unrecht erkennen. Für meine harte Arbeit sollte mehr Silber meinen Beutel füllen. Ich werde dich mein berühmtes Ale aus meiner berühmten Gerste kosten lassen. Sebi Suff nennen sie es. Echt wahr? Kaltschnäuzige, mordende Bastarde. Das Verhältnis dieser Brüder ist angespannt. Nur durch festen Glauben an Jesus Christus können wir das Grüße, guter Bauer. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin so wütend. Beruhig dich einfach. Atme tief durch, trink etwas Ale und genieß die Früchte deiner Arbeit. Kein Silber ist deine zerbrochene Freundschaft wert. Ich fürchte, das ist unmöglich. Wenn mein Blut kocht, muss die Welt es erfahren. In meiner Heimat gibt es nur eine ehrbare Lösung. Ein Zweikampf. Du hast recht. Scheiß auf ihn. Ich dresch auf ihn ein. Zeig ihm, wozu Bauernhände gut sind. Pisser! Sie zanken sich ständig. Ich erinnere mich, wie die Gerste uns einst Freude brachte. Wir priesen sie, rochen an ihr, rieben sie uns auf die Bäuche. Sie zanken sich ständig. Ich erinnere mich, wie die Gerste uns einst Freude brachte. Wir priesen sie, rochen an ihr, rieben sie uns auf die Bäuche. Ich wünschte, unsere Eltern würden sich wie früher vertragen, bevor es den Speicher gab, als wir alle die Gerste teilten. Es ist doch albern zu streiten, wer mehr bekommt. Wir haben genug. Die kläffen sich an wie Hunde, die vergessen haben, warum sie überhaupt bellen. Du stiehlst mir die Würde! Wenn ich mit Fäusten sprechen muss, werde ich das tun. Oh ja! Deine Zeit ist um. Unsere Eltern würden sich wie früher vertragen, bevor es den Speicher gab, als wir alle die Gerste teilten. Es ist doch albern zu streiten, wer mehr bekommt. Wir haben genug. Die kläffen sich an wie Hunde, die vergessen haben, warum sie überhaupt bellen. Sie zanken sich ständig. Ich erinnere mich, wie die Gerste uns einst Freude brachte. Wir priesen sie, rochen an ihr, rieben sie uns auf die Bäuche. Was ist aus uns geworden? Wie die Tiere. Ach, da muss ich gehen. Muss ich jetzt machen? Ja.
Meine Güte, der Hof in Flammen. Meine Herrscher, ich rieche, wie sie verbrennt. Oh Gott. Mit alledem. Es hat uns nur auseinandergerissen. Es stimmt, dass wir einst glücklich waren. Vielleicht können wir neu beginnen. Nochmal von vorn. Kinder, war eure Familie schon immer so streitsüchtig? Ja, schon. Aber hoffentlich ändert sich das jetzt. Auch wenn der Weg dorthin recht drastisch war. Danke. Ethan, das meine alte Motorhose. Schnell ihre Fade waschen. Ja, Respekt! Es ist besser so. Unsere Väter würden sonst ewig streiten. Unsere Eltern waren mal zufrieden. Vielleicht sorgt das für Gleichgewicht und es... Ah. Wie soll ich jetzt reinkommen? Okay. Thank you.
So. Machen wir noch das hier. Machen wir hier direkt hier eine Schiffsreise mit Plündern. Hallo, kommt ihr? Scheiße. Hä? Ah, wahrscheinlich muss ich da gehen. Fornader Okar kem after.
Da. Und plündern. Moment, Leute, Moment. Inventar, Inventar. Scheiße! Verpiss dich!
Komm, einmal noch. Kommt, meine Wölfe! Ich weiß schon, was ich mache. Oh. Vollidiot. Okay, okay.
Ach, da ist was. Ah, Scheiße! Was zu essen? Ich muss jetzt aufpassen, Leute. Okay, komm, das schaffen wir.
brauche Hilfe! Komm, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Hier mal Hilfe! Hey, komm mal kurz her! Okay, noch ein letzter.